Was geht ab, Friends? Ich bin's Luisa. Schön, dass du beim neuen Video hier auf meinem, man sieht, dass mir die Videoideen ausgehen, Kanal mal wieder am Start bist. Woran merkt man, dass einer Beauty-YouTuberin die Ideen ausgehen? Natürlich, wenn man genau auf die Idee kommt, sich in der Schminkreihenfolge zu schminken, wie ein Drucker ein Bild druckt. Also entweder man könnte meinen, dass sie was geraucht hat, um auf so eine Idee zu kommen. Oder auf der anderen Seite ist sie einfach nur brillant. Fakt ist, dass diese brillante Idee definitiv ein Abo auf meinem Kanal verdient. Also wenn du noch kein Crush auf meinem Kanal bist und du zweimal in der Woche in deiner Abo-Box YouTube-Startseite von mir belästigt werden möchtest, dann lohnt sich's definitiv, denn vielleicht kommt zur Abwechslung mal vielleicht sinnvollere Ideen raus. Auf jeden Fall ist es beim Drucker ja so, dass der Drucker meistens, wenn er Bilder ausdruckt, der wirklich von links nach rechts anfängt und dann geht er immer hin und her, rechts nach links, links nach rechts. Und immer wenn er dann die Seite hat, kommt dann schon das perfekte Bild raus. Und genauso möchte ich mich so einer Challenge stellen, dass ich wirklich mich in der Reihenfolge schminke, wie jetzt ein Drucker ja das Bild ausdrücken würde. Wie eben ein Drucker ein Bild ausdrücken. Oh Mann! Ausdruck, Luisa! Ausdruck! Das Bild wird ausgedruckt! Vielleicht liegt es daran, weil ich gerade direkt vor dem Video gerade was ausgedrückt habe. Too much information. Wenn ich jetzt hier an dieser Stelle einen Streifen anfange zu schminken, muss es theoretisch schon komplett fertig sein. Also du wirst verstehen, was ich meine jetzt im Laufe des Videos. Ich fange jetzt hier an und schminke mich dann hier erstmal einen Streifen bis nach da. Das heißt, ich müsste jetzt nur hier an der Stelle Primer auftragen. Als Foundation benutze ich jetzt hier die L'Oreal True Match Foundation. Dann würde ich hier Foundation auftragen. Das ist so weird. Hey, immerhin kannst du nicht sagen, dass mein Kanal nicht innovativ ist, ja? Foundation an der Stirn ist ready. Jetzt nehme ich hier ein loses Puder von Fenty Beauty und setze meine Foundation. Und dann nehme ich ein bisschen Bronzer und trage das hier so ein bisschen an der Stirn auf, weil da würde ich eigentlich am Ende so konturieren und ein bisschen Bronzer hier auftragen. Und da oben wäre halt ein bisschen Bronzer. Und dadurch, dass wir jetzt hier schon das fertige Bild oben kreieren, wäre halt da oben schon ein bisschen Bronzer. Auf jeden Fall lohnt es sich definitiv, am Sonntag auf meinem Kanal einzuschalten, denn nach etwas längerer Zeit kommt wieder ein heiß ersehntes Riesen-Videoprojekt online, an dem ich schon seit mehreren Wochen arbeite. Und zwar ist es ein Eine-Wochen-Experiment. Die sind jetzt immer sehr beliebt auf meinem Kanal. Deswegen definitiv am Sonntag einschalten. So, die Stirn haben wir hier einmal hier komplett fertig und nun geht es auch weiter mit Augenbrauen. Der Drucker wurde jetzt von der einen Seite bis zur anderen Seite fertig, ja, drucken. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal meine Augenbrauen machen. Obwohl nicht mal die Hälfte meines Gesichtes mit Foundation voll ist. Aber wenn am Ende trotzdem ein geiler Look rauskommt, ganz ehrlich, dann kann ich mit Stolz sagen, dass ich gefühlt Make-up in jeder Situation auftragen kann. Die Augenbrauen benutze ich ganz gerne den Augenbrauenstift von Essence, den Micro Precise Pencil. Kann ich auch sehr präzise mitarbeiten. Die Augenbraue ist durch, jetzt geht es hier in der Mitte weiter und genau hier in der Mitte habe ich wieder Foundation und natürlich an der Stelle hier Puder, bevor es dann wieder direkt weiter zu der anderen Augenbraue geht, die halt hier weiter geht. So, Augenbrauenzupfen kenne ich nicht. Ja, du kannst so vieles nicht, Luisa. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Luisa 10 volle Nägel trägt? Zeig sie doch mal mit Ehre und Stolz. Oh shit, Jubiläum! Jubiläum, wer sind Sie denn? Hallo, hallo. Möchtest du uns darüber erzählen, wie das überhaupt zustande kam? Luisa! Ja, ganz ehrlich, Leute, wisst ihr, wie eklig das war? Ich komme hier ins Büro. Mann, wenn meine Schwester das Bild jetzt richtig wird, okay? Ja, was? Du kommst so rein, du bist eh schon in deinen Gedanken und dein Kopf ist voll und auf einmal liegen auf dem Boden so ganz viele aufklebbare Nägel einfach auf dem Boden. Du hast sie einfach auf den Boden geworfen. Also, zu meiner Verteidigung, also ich hatte immer Probleme mit meinen Nägeln, okay? Nein, echt? Okay, auf jeden Fall, dann habe ich immer diese Aufklebenägel benutzt und die sind mir halt bei jedem Scheiß, das ich gemacht habe, runtergefallen. Ja, selbst wenn ich so gemacht habe. Einfach liegen gelassen. Also selbst wenn ich so gemacht habe, war ein Nagel weg. Also, aufheben ist nicht so deins, oder? Wie würde ich jetzt eigentlich die Augen weitermachen? Eigentlich wäre jetzt hier dieser Streifen Auge dann zuerst, ja doch, Concealer würde ich in den Augen auftragen. Guck mal, du bringst dich voll durcheinander in dieser Challenge, in diese wirklich kreativen Challenge, die YouTube Beauty Deutschland noch nie gesehen hat und auch definitiv gebraucht hat und gefehlt hat. Also willst du mir damit sagen, man kann jetzt daraus was lernen, dass man von links nach rechts und rechts nach links sich schminkt? Ich habe meine Foundation voller Haare.
Nee, andersrum, Haare voller Foundation. Das ist und wieso schmeißt sie ihre Haare einfach random auf den Boden? Die Augenbrauen habe ich jetzt von der Seite bis zu der Seite fertig gemacht. Jetzt geht es von hier nach da weiter. Also von links nach rechts kommt hier oben jetzt ein bisschen Concealer drauf, so wie ich es auch immer machen würde. Ich möchte auch gerne zu diesem Zuge eine neue Lidschattenpalette ausprobieren, die ich zugeschickt bekommen habe von Too Faced. Die haben nämlich so eine neue Kollektion, die Watermelon Slice Palette. Mega interessant, aber ich finde jetzt, wo wir im September sind, so Wassermelone ist eigentlich eher so sommermäßig. Die kam jetzt aber schon relativ so im September raus, so spätsommermäßig. Guck mal, wie süß diese Palette ist. Eigentlich sind es zwei... Es waren zwei Paletten. Es sind zwei Paletten, aber die sind hier magnetisch. Eine Palette hat dann hier Lidschatten in Form von Wassermelonenkernen. Und auf der anderen Seite hast du dann ein Blush und Highlighter. Also so eine Gesichtspalette, was auch echt mega cool ist. Und boah, Too Faced hat es echt mit den Gerüchen. Riecht aber nicht nach Wassermelone, ist eher so... Lass mich raten, Basilikum. Nee, ich hätte jetzt eigentlich eher gesagt, diese Cranberry-Tabletten, die man gegen eine Blasenentzündung nimmt. Die Kapseln. Oh mein Gott, dass du dich an sowas erinnerst. Ja. Oh mein Gott, du hast so recht. Also, falls du jemals eine Blasenentzündung hattest, hier drin weißt du Bescheid. Hier trage ich dazu diese dunkelbeerige Farbe auf. Das ist die Wine and Rind Me Farbe. Und die trage ich dann hier in meiner Lidfalte auf. Aber ich darf wirklich hier nur oberhalb arbeiten. Das heißt, der Drucker geht jetzt wirklich nur von hier ganz, ganz oben bis dahin. Okay, hallo. Und somit hätten wir auch schon so ein bisschen die obere Hälfte meines Make-ups. Also sobald der Drucker hier bei dem Bild durchgeht, ist das Bild schon hier komplett fertig. Und in der oberen Hälfte trage ich jetzt ein bisschen Concealer auf. Jetzt, wo ich erstmal Concealer aufgetragen habe, muss ich trotzdem den Look ja gleichzeitig vollenden. Deswegen gehe ich jetzt hier in die rosane, schimmernde Farbe und trage das hier über dem Concealer auf. Und dann trage ich noch diese schimmernde rosé-goldene Farbe auch mit meinen Fingern oben drüber auf. Die erste Hälfte meines Augen-Make-ups wäre durch. Das ist so ein komisches Gefühl, wirklich nur so die eine Hälfte gemacht zu haben. Denn jetzt geht es jetzt hier direkt weiter und muss jetzt hier von hier wieder starten. Und hier würde ich jetzt dann wieder die Weinfarbe auftragen, aber diesmal hier von hier, also von innen nach außen. Generell, wenn du Lust hast, noch mehr von mir belästigt zu werden oder eher von uns belästigt zu werden, dann lohnt es sich definitiv, auf meinem Instagram-Account vorbeizuschauen. Nicht nur für richtig coole, kreative Bilder, aber auch in den Stories, was jeden Tag passiert. Vor allem mit dir. Folgt mir ganz gerne, da heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen und nicht Luisa Croissant und nicht Luisa deine Mutter. Wir sind jetzt hier angelangt und jetzt geht es auch von hier nach da direkt weiter und kann endlich jetzt den unteren Teil meines Augen-Make-ups fertig machen. Der restliche Teil vom Concealer. Übrigens, Roomtour kommt bald. Wir sind halt leider immer noch nicht fertig mit der Einrichtung. Deswegen verzögert sich die Roomtour noch ein bisschen, aber wirklich noch, hab noch ein bisschen Geduld. Wir sollten das dieses Jahr hinkriegen, oder? Dieses Jahr? I don't know. Etwas Highlighter würde ich jetzt hier am Augeninnenwinkel auftragen. Das sind nämlich hier dieser etwas hellere, schimmernde Ton. Es geht dann hier direkt weiter, von links nach rechts. Und dann kommt jetzt hier wieder mein Innenwinkel. Dieses Video sollte eigentlich heißen Full Face Using Only Methoden, die dein Leben einfach nur unnötig schwerer machen. Die obere Hälfte ist jetzt so gut durch. Jetzt geht es erstmal hier unten weiter. Das heißt, jetzt kommt wieder Primer Foundation. Und hier würde eigentlich schon ein bisschen der Highlighter anfangen und natürlich Concealer. Primer ist drauf. Foundation. Concealer kommt jetzt übrigens. Da benutze ich den von Catrice. Den One Drop Coverage Concealer. Dann nehme ich ein bisschen von Fenty Beauty Puder und sette meinen Concealer. Ein bisschen Highlighter fängt hier bei mir hier schon ein bisschen an. Deswegen kommt hier noch etwas Highlighter. Ah, jetzt müsste ich noch unten meinen unteren Wimpernkranz machen. Zumindest wäre das jetzt hier, um den Streifen noch so fertig zu machen. Oh, man muss an so vieles denken. Und dazu nehme ich wieder hier diese Weinfarbe und trage die hier am unteren Wimpernkranz auf. Shit. Ich hätte, als ich den oberen Teil von Lidschatten gemacht habe, hätte ich auch schon Mascara auftragen müssen.
kann ich eigentlich irgendwas, ja? Wie bitter ist es eigentlich, wenn ich so eine Make-up-Challenge ins Leben rufe und sie dann auch noch falsch mache? Ich hätte hier auch schon Mascara fertig machen müssen, weil wenn der Drucker einmal durchgeht, ist das Bild ja fertig. Sprich, ich war hier unten und hätte schon Mascara und Wimpern auftragen müssen. Ja, du hast es dann noch rechtzeitig jetzt rausgefunden. Ja, aber als ob der Drucker jetzt zurückgeht. Wir können ja so tun, als ob der Drucker stecken geblieben ist. Kennst du es, wenn dieses Papier stecken bleibt? Also wir machen es und so. Dann verknistet sich das Papier und du ziehst es wie so eine Irre raus und fängst von vorne an. Das nennt sich Papierstau. Papierstau haben wir jetzt hier da oben. Nein, nein, wir könnten doch so tun, als würde die Patrone ist einfach leer gegangen. Das heißt, ich mache jetzt wieder alles weg und tue neues Papier rein und fange von vorne an? Neue Patrone. Das Papier hat sie so richtig eklig zusammengeknüllt. Ja, genau. Mal live, also hä? Wo ist Mascara? Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Deine Mutter wird dich bestrafen, glaub mir. Deine Mutter hat schon immer gewusst, aus dir wird nichts mehr. Ja Mann, wie heftig ist eigentlich dieser Jeffree Star Concealer? Die habe ich mir jetzt endlich bestellt. Die werden wir dann in einem meiner nächsten Videos zusammen ausprobieren. Fakt ist, Papierstau hatten wir jetzt und haben neues, frisches Papier rein. Dann tue ich jetzt hier gleich Mascara. Theoretisch müsste ja eigentlich alles gleichzeitig passieren. Meine Wimpern lasse ich jetzt gerade hier ein bisschen antrocknen, weil gleich in diesem Zuge würde ich jetzt hier Wimpern auftragen. Und dann geht es weiter mit den unteren Wimpern. Und dann ist der Papierstau vorbei. Und dann geht es auch wieder hier wie gewohnt weiter mit der Kontur. Nun geht es auch weiter zum Rest des Gesichtes. Und wieder hier haben wir Primer. Da versuche ich jetzt nicht unbedingt auf die obere Seite zu kommen, wo ich ja da schon abgepudert habe. Und von der schon über abgepuderten Foundation so, not good. Und natürlich fängt auch hier auch schon die Kontur an. Blush kommt auch in dem Zuge gleichzeitig. Und den Rest vom Highlighter hier unten auftragen. Christine! Jetzt habe ich echt so einen Ohrwurm von deiner Mutter, das immer gewusst. Der wird nichts mehr. Gib dir mal, unsere Mama hätte uns gesagt, ey Luisa, aus dir wird nichts mehr. Aber echt? Naja, die Sache ist ja letztendlich nur, um dich zu motivieren, damit du es ihr zeigst. Okay, wir sind also da, um jetzt diesen Song zu analysieren. Stell dir mal vor, deine Mutter hätte dir jetzt gesagt, yo girl, aus dir wird nichts mehr, ich glaube nicht mehr daran. Also ich an meiner Stelle, ich hätte mich nicht angespornt gefühlt, sondern ich würde mich erst aus dem Balkon springen. Also ja, du. Balkon werfen komplett. Und es geht jetzt auch hier wieder direkt weiter mit Blush. Wir sind jetzt hier auf der Seite. Jetzt fehlt wirklich nur dieser eine Part hier. Primer habe ich auch schon aufgetragen. Jetzt kommt wieder der Foundation-Teil. Also definitiv, was mir hier in der Challenge aufgefallen ist, ich trage immer wieder neue Foundation in der Partie auf und ich habe viel mehr Foundation verbraucht. Normalerweise brauche ich so ein, zwei Pumper für mein ganzes Gesicht und jetzt habe ich mehrere Pumper wirklich nur für diesen einen Streifen verbraucht und ich hatte ja wirklich, bin ich hier die ganze Zeit von links nach rechts nach links, die ganze Zeit und habe dann immer wieder neu gepumpt. Das heißt, ich habe jetzt mindestens 10 Pumper im Gesicht. Und hier benutze ich mein allerliebster Liquid Lipstick von Jeffree Star, hier der Christmas Cookie. Hola chica, ¿qué pasa? Esmeralda! Mamacita, Esmeralda, esta de la noche. Esta de la buenos días. Esta de la deine Mutter. Kammer sieht man schon. Ey, kann man sich sehen lassen. So gut. Bombshell. Aus. Ja, okay. Man macht dir gerade ein Kompliment und sie so Bombshell. Ich übertreibe nicht bei der Lage. Victoria's Secret, wer? Who? Beruhig dich. Komm mal wieder runter. Beruhig dich. Es ist okay. Okay. Durch die ganzen einzelnen Streifenschichten habe ich gefühlt wirklich echt 13 Kilo Make-up drauf. Und ich liebe es. Bitte so jeden Tag. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche verrückter Make-up-Challenges sehen möchtest, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann sehen wir uns schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Tschüss. Bis dann.